Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Video in meinem Videokanal auf Sternsteindrache. Ich möchte euch heute einführen in das Reich der Smaragde. Smaragd ist, glaube ich, mit einer der faszinierendsten Mineralien, die es gibt. Ich liebe Smaragd über alles. Smaragd gehört zu der Gruppe der Beryllen und wir hatten ja schon ein Mineral, was ich euch schon vorgestellt hatte, was auch aus dieser Gruppe kommt, nämlich der Aquamarin. Von der Substanzformel her besteht der Smaragd aus Beryllium, aus Aluminium, Silizium und Oxid. Er hat eine Mohshärte von 7,8 bis 8 und ist damit ungefähr genauso hart wie der Quarz, der bei 7,5 liegt. Die Kristallstruktur ist hexagonal und die Kristalle selber sind säulenartig bis radialstrahlige Aggregate und können langprismatisch ausgebildet sein. Smaragd kommt eigentlich auf der ganzen Welt überall vor. Es hängt nur ab, wie er auskristallisiert wird. Die schönsten Smaragde gibt es aus Kolumbien, kennt ihr bestimmt. Das sind dann so die ganz wertvollen, glasklaren, bläulich-grünlichen Mineralien. Dann gibt es natürlich in Brasilien sehr viele Vorkommen, in Madagaskar. Und last but not least, mein absoluten Favorite, das sind die Smaragde aus dem Habachtal. Ich stelle euch jetzt einfach mal ein paar vor. Ich habe so ein paar Exemplare da. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine Kugel mit Smaragd aus Brasilien. Ganz klassisch für Smaragd aus Brasilien ist die opake Form. Es ist ganz, ganz selten, dass man dort die in der richtig schönen kristallinen Form findet. Aber das tut der Heilwirkung überhaupt nichts ab. Die Heilwirkung ist nach wie vor genauso stark wie bei den kleinen, sehr besonderen Edelsteinen. Hier habe ich auch ein sehr schönes Exemplar aus Madagaskar. Auch hier eben wieder die opake Form. Was auffällig ist, das ist auch wieder diese prismenartige, säulenartige Struktur. Das hatten wir auch schon tatsächlich beim Aquamarin, den ich euch vorgestellt habe. Ihr erinnert euch vielleicht diese wunderschönen Aquamarine aus Pakistan. Dann habe ich hier natürlich ein sehr schönes Exemplar aus dem Habachtal. Das habe ich mir vor Jahren mal dort gekauft. Oder auch hier. Da sieht man schon eher, dass es in die Richtung geht, dass sie durchscheinend sind. Also ich müsste jetzt ein zweites Handy dabei haben, damit ich euch das mal zeigen kann, wie durchscheinend sie sind. Und meine absoluten Lieblinge sind diese beiden. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dann dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also das sind ganz magische Steine. Also so leicht seht ihr ja hier, wie es durchscheinend ist. Ja. Ich sehe hier auf dem Handy ist die Farbe ein bisschen bläulicher. Also im Original sind sie wesentlich grüner. Warum auch immer die Kamera das jetzt nicht so schön darstellen kann. Ich halte es nochmal genau direkt vor. Wobei natürlich jetzt wieder das Problem der Schärfe ist. Das kennen wir ja schon. Ja, zu diesen Steinen aus dem Habachtal gibt es eine schöne Geschichte. Das ist zum Beispiel auch noch einer, den ich da gekauft habe. Hab's da. Entschuldigung, so genau. Also es ist von der Farbe her, sieht es hier schon fast eigentlich aus wie ein Aquamarin. Ich bin vor Jahren mal oben gewesen im Habachtal, habe dort auf der Enzianhütte mehrere Tage verbracht, habe dort fotografiert, Mineralien gesucht, aber nicht gefunden. Und ich habe mich tatsächlich in die Leckbachrinne gestellt mit einem Sieb und einem Eimer, so wie alle anderen auch, und habe 2 Stunden gesiebt. Ich kam, sah und siebte. Das ist da oben so der Spruch unter den Mineraliensammlern. Hoch oben auf 2600 Meter Höhe gibt es eine Mine, die sogenannte Sebi-Mine, die in privater Hand ist.
weil man natürlich im Nationalpark Hohe Tauern nur mit Sondergenehmigung suchen darf. Also Mineralien, die jetzt am Boden liegen, ist kein Thema, aber wenn man jetzt wirklich in Klüfte reingeht und mit Hammer und Meißel und Werkzeug reingeht, braucht man eine Sondergenehmigung. Und natürlich ist es so, dass der Berg immer wieder in Bewegung ist. Es gibt immer wieder Formationen drin, es gibt Verwerfungen, wir haben die Wechsel zwischen den Jahreszeiten und da bricht immer wieder durch die Erosion Material ab und wird dann durch die Leckbachrinne nach unten geschwemmt. 2006 gab es dort einen großen Erdrutsch, eine Mure, wie man das in Tirol nennt. Und das war natürlich das Highlight für die ganzen Mineraliensammler. Die sind aus aller Welt angereist, um eben dort ja, zu sehen und zu sieben. Und man fand früher tatsächlich schöne Stücke, also auch durchaus welche, die in dieser Größe waren, also wirklich stattliche Teile. Aber inzwischen ist es so, dass die natürlich sehr ausgeräumt ist, diese Mure. Man findet eigentlich wirklich solche Stücke nur noch ganz selten. Ich habe diesen wunderschönen Kristall vom Franz. Das ist sozusagen die gute Seele der Enzianhütte, ein älterer Mann aus Wien, der als Beruf Industrietaucher war. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und in seiner Freizeit ist er halt oft dann, wenn er Urlaub hatte oder mal auf Reha war oder generell Erholungsurlaub hatte, ist er immer oben im Harbachtal gewesen. Und er hatte die Erlaubnis, oben in der Mine mitzuarbeiten. Und dort hat er diese wunderschönen Prachtexemplare herausgeholt. Und ich finde es immer wieder schön, wenn man natürlich auch persönlich einen Bezug hat zu der Region, wo der Stein her ist. Idealerweise findet man natürlich selber welche. Aber ja, das ist natürlich mit sehr viel Risiko verbunden. Also ich rate jeden ab, da oben hochzugehen, weil es hat zwischendurch mal wieder einen Erdrutsch gegeben und der Weg ist sehr ausgesetzt. Also es ist wirklich nur für Geübte. Aber man kann tatsächlich oben noch was finden. Also man muss dafür auch nicht in die Mine direkt reingehen, weil gesagt, das darf man ja eh nicht, sondern man findet die eben halt da unten im oberen Bachlauf. Und alle warten natürlich darauf, dass es wieder eine Mure gibt, die runtergeht, um eben diese wunderbaren Mineralien zu finden. Ja, was bewirkt dieser Stein? Wie man natürlich schon sieht, er ist grün und alles, was grün ist, bezieht sich auf das Herz. Er ist ein ganz sanfter Mittler für das Herz. Also er ist ein Stein, der uns einfach in unserer Herzenergie stärkt. Er ist ein Stein, der uns erinnert, dass wir geliebt sind. Er verbindet uns mit Gaia, mit der Erde. Und er lehrt uns, uns zu öffnen für die Liebe, die wir ja draußen erfahren durch die Natur, aber auch selber zu geben und selber zu lieben und den Kopf auszuschalten, den Verstand auszuschalten und wirklich in die Fülle, in die Freude gehen, in die Lebendigkeit hineingehen. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist in dieser heutigen Zeit. Wir haben eben diesen Wandel, wo viele Dinge sich jetzt auflösen dürfen, wo viele Dinge nicht mehr funktionieren, dieses immer wieder zur Arbeit gehen und ja, das tun, was uns gesagt wird. Und darüber haben wir komplett die Liebe vergessen. Wir werten auch Partner mittlerweile nur noch, was hat er an Geld, was kann ich durch ihn an Status gewinnen. Und wenn dann schwierige Krisen kommen, was weiß ich, jemand hat gesundheitliche Probleme, dann wird einfach sehr schnell die Beziehung beendet. Wenn die Frau älter wird und es kommen die ersten Falten, dann sagt man auch Tschüss und Ade. Und das sind alles Dinge, die sich jetzt ändern dürfen. Und der Smaragd hilft uns dabei. Der Smaragd hilft uns dabei zu erkennen, dass wir Geschöpfe von der Erde sind, dass wir ein Teil der Natur sind. Er verbindet uns wieder mit dem Herzen der Natur. Er strahlt in seiner Schönheit. Und das Grün dieses wunderschönen Minerals erfüllt uns mit Hoffnung, mit Freude, mit Sehnsucht, mit Barmherzigkeit, mit all diesen Aspekten, die in unserer technokratisch durchgearbeiteten Welt komplett verloren sind. Und das, was wir jetzt mit dem koronisierten Wahnsinn erleben, bringt alles auf die Spitze. Wir haben Isolation, wir haben Trennung, man sieht einander als Feind, als Überbringer eines tödlichen Virus.
Wir müssen unsere schönen Gesichter verstecken und das macht natürlich etwas mit uns. Und viele sind verzweifelt, viele sind einsam. Und dieser Stein erinnert uns daran, alles hat ein Ende, auch diese Krise wird ein Ende haben. Und wir dürfen nur nie die Hoffnung aufgeben. Und Smaragd erinnert uns daran, dass die Hoffnung immer da ist, dass sie in uns singt, wenn wir unser Herz stärken, wenn wir unser Herz öffnen für das Leben und wenn wir uns entscheiden für das Leben und den Weg des Todes verlassen, weil wir haben einen Todeskult in unserer Gesellschaft, dann finden wir zurück zu unserer inneren Mitte. Es kann ein schmerzvoller Weg sein, wo sehr viel Tränen fließen, weil wir vielleicht erkennen, dass wir unser inneres Kind die ganzen Jahrzehnte hinweg eingesperrt und misshandelt haben. Aber der Smaragd ist gütig. Schaut ihn euch an. Er ist liebevoll. Und wenn ich schamanisch arbeite, dann erscheint mir oft der Smaragdkönig. Das Wesen des Smaragdes erscheint mir immer als Mann, als männliche Figur, als weiser, alter Mann, der einfach lustig ist, der vergibt, der einfach sagt, es ist gut, wie du jetzt bist, alles ist in Ordnung, es gibt nichts, dessen du dich schämen musst. So wie du jetzt bist, bist du in Ordnung. Und so wie du jetzt bist, bist du richtig, du bist wichtig, du bist gut. Und es gibt nichts, was wir uns vorwerfen müssen, es gibt nichts, dessen wir uns schämen müssen. Schämen müssen wir uns höchstens dann, wenn wir einen Fehler sehen, ihn erkennen und trotzdem immer und immer wieder den gleichen Fehler machen, aufs Neue. Aber selbst da, die Barmherzigkeit ist da. Und ich finde, Smaragd zeigt uns die Barmherzigkeit Gottes. Der Smaragd zeigt es uns, was die Natur bewerkstelligt, dass wir Teil dieser Natur sind. Und alles funktioniert über unser Herz. Unser Herz ist der große Katalysator. Unser Herz ist eine viel stärkere Kraft und ein viel stärkeres Organ, als es das Gehirn ist. Man sagt immer, in der neuen Dimension, der wir jetzt entgegengehen, wird das Denken über das Herz laufen. Und ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich denke immer mehr mit dem Herzen. Mein Herz sagt zum Beispiel sehr deutlich, ob etwas eine Wahrheit ist oder eine Lüge. Mein Herz erkennt sehr schnell, ob wir einem Menschen vertrauen können oder nicht. Der Verstand sagt, boah, ich muss dem jetzt vertrauen, es ist doch ein sympathischer Mann, der sieht gut aus. Aber unser Herz sagt, nein, halt, stopp, sei vorsichtig. Und das ist das Schöne an den Smaragden und am Herzen, dass er einfach uns da wieder hin zurückbringt. Und ich kann jedem von euch empfehlen, kauft euch einen Smaragd. Wer Geld investieren will, dann rate ich euch tatsächlich, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, fahrt mal nach Bramberg. Da gibt es den Steiner, das ist ein Mineralienhändler und auch, ja, Strahler, so nennt man die im Alpenraum, die Mineraliensucher. Das ist nämlich der Eigentümer der Mine oben am Sebi und der holt da nach wie vor noch wirklich wunderschöne Sachen raus und seine Schwiegertochter, glaube ich, ist das, die Juwelierin ist, die macht dann ganz tolle Anhänger daraus. Also da gibt es wirklich sehr schöne Edelsteine, also wirklich in sehr guter Qualität. Aber kostet dann natürlich auch einiges, das ist klar. Man kann natürlich auch im Internet schauen, wenn man jetzt zum Beispiel lieber einen aus Kolumbien haben möchte, kann man das natürlich auch gut tun. Die kolumbianischen zeichnen sich eben gerade dadurch aus, dass sie eben sehr grün sind, sehr klar sind, aber die sind natürlich wirklich sehr, sehr teuer. Deswegen, man kann es auch wirklich so machen, dass man sagt, okay, ich kaufe mir einen kleinen Trommelstein, gibt es auch in der Größe aus Brasilien, die sind dann, oder einen etwas größeren. Die sind dann wesentlich günstiger. Da kostet dann vielleicht so ein Stein, den kriegt man dann schon für 2 oder 10 Euro. Müsst ihr einfach mal auf eBay schauen. Bei mir könnt ihr den natürlich auch bestellen. Das ist gar kein Problem. Ich habe auch welche. Im Moment ist zwar alles noch verpackt, aber ab nächste Woche werde ich die Regale unten, die ich jetzt aufgebaut habe, einräumen. Und dann könnt ihr die natürlich auch gerne bei mir bestellen. Dann könnt ihr euch den aussuchen. Ich zeige sie euch dann oder einfach mal vorbeikommen. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Händler noch, je nachdem, wo ihr auch wohnt. Messen gibt es ja leider im Moment nicht. Aber Amazon und eBay ist offen. Was ihr auch gut machen könnt, Smaragd eignet sich auch sehr, sehr gut für die Energetisierung von Wasser. Das heißt, wenn ihr
Edelsteine in Wasser legt, dann wird dieses Wasser entsprechend strukturiert mit der Information dieses Steins. Das heißt, ihr könnt dann das Wasser trinken und die Information des Steins wird sich dann in euren Körperzellen ausbreiten. Wasser ist ein unglaublich guter Informationsträger, genauso wie Siliziumdioxid, und bewirkt eben, dass dann in jeder einzelnen Körperzelle, wir bestehen ja zu fast 80% aus Wasser, dass dann eben die Information in jede Körperzelle übertragen wird. Und so erfährt dann jede Körperzelle diese Form von Liebe, von geliebt werden, von angebunden sein an die Welt. Und das ist etwas ganz Herrliches und wirklich Schönes. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, gerade in dieser wirklich extrem schwierigen Zeit. Gönnt euch was Gutes. Ihr braucht ja jetzt eh kein Geld im Moment, um irgendwo an Kulturveranstaltungen teilnehmen zu können. Das spart man sich ja. Dann kann man sich auch mal einen schönen Stein kaufen, weil damit tut ihr euch was Gutes, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und eben der Geist des Smaragds lädt euch ein, in euer Herz hineinzufinden, in die Liebe zurückzufinden, in die Lebensfreude zurückzufinden und da einfach offen zu werden für die Schönheit, die die Natur uns gibt. Und so können wir die Hoffnung bewahren und ich weiß, dass alles gut wird. Ich weiß, dass wir aus dieser Nummer gut rauskommen werden und dass wir uns alle freuen werden und dass wir eine wunderschöne Zeit haben werden, auf die wir jetzt zusteuern. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, uns Gutes tun, in die Liebe gehen. Und wie gesagt, der Smaragd ist da wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Passt auf euch auf, gehabt euch wohl und seid gesegnet im Frieden des Heiligen Hains. Dankeschön.